Aber jetzt wird es dann wieder ein bisschen Muni. Hm. Ah, da hinten, ja. Ja, du darfst ja auch dann hier schön rendern, die Audio-Files. Klar. Mit unseren das wunderschönen Stimmen. Aber das ist ja Lieblingshobby. Also, ich weiß ja, es ist jetzt nicht so bearbeitungsintensiv, sage ich jetzt mal. Es ist zeitintensiv einfach nur. Es dauert halt ewig, weil die Files halt ewig brauchen, bis sie runtergerendert sind. Besonders wenn ich dann, was weiß ich, hier die, ich schätze jetzt mal so knapp 11 bis 12 Stunden Dead Space rendere. Muss ich mal gucken, wie ich das mache, ob ich das in einem Pfeil runterrendere. Hört sich langsam mal sicher nach Ende des Spiels an, ne? Ja, aber vor allem, weil die Tür ist jetzt aufgegangen. Ja, wahrscheinlich solltest du nicht zu weit rennen während dem epischen Dialog. Monolog war das ja fast schon. Ja, okay. Er hat sich nur gewehrt. Ich weiß echt nicht, ob ich dann nur die 12 Stunden als ein Audio-File runterrendere. Wahrscheinlich eher nicht, ne? Das packt ja dein Programm nicht. Richtig. Oh, dann muss ich das in 12 Teile zerlegen. Ist ja voll ätzend. Und ich muss jede einzelne runterrendern. Ja gut, ich kann es wahrscheinlich als Kettenrender irgendwie machen. Gucken. Dann bin ich da gute 6-7 Stunden am Rendern. Ach du Kacke. Das ist ja ziemlich ätzend. Nachdem, was ich da an Kompressoren und Equalizer noch drüber lege, noch länger. Dann muss ich mal gucken, dass ich das irgendwie 2 oder 3 Tage lang mache. Allein für das Projekt jetzt. Hm? Allein für das Projekt hier jetzt. Ja. Naja, gut, aber dafür reicht es dann halt auch für die nächsten 3 Monate einfach. Mhm. Ich kann das ja. Boah, es ist natürlich sauätzend auf dem. Ja. Probier's mal mit Stase. Hey, wir verstehen uns. Hey. Den einen hast du gut erwischt. So, erstmal wieder jede Menge Munition einsammeln. Dem noch schnell die Beine unterm Fuß, Beine unterm Körper wegschießen. Beine unterm Fuß wegschießen. Mal grad schnell alle Leichen despawnen lassen. Oh, Alter. Langsam wird das jetzt zu schwer. Auf leicht. Weil du hier gerade mit. Nein, zu schwer hier. Das Gewicht von den Dingern, meinst du? Achso. Ich wollte gerade sagen, weil wie du hier gerade mit Munition zugeschissen wirst. Ist jetzt nicht so, dass du irgendwie wirklich gezielt irgendwo hinschießen musst. Sondern einfach wirklich. Stampfen, ja. Stampfen, stampfen, stampfen. Lustiger Haufen hier. Ja, da geht's jetzt lang. Stampf, 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 stampf. Stampf. Oh Mann. What? Hm? Wäre Kapitel 10 oder Kapitel 11? 11. Achso, okay. Könnte es ja wirklich eigentlich bald Ende sein, ne? Mhm. Na gut, die Story zieht sich eigentlich auch schon relativ lange. Ohne jetzt langweilig zu werden. Richtig. Aber halt, so vom Spielumfang ist das eigentlich schon ganz schön ordentlich. Mhm. Auf jeden Fall mehr als Battlefield 3.
eigentlich momentan alles mit Battlefield 3 vergleichst. Es ist so mein Standard-Referenzspiel, nachdem Modern Warfare so ein bisschen enttäuschend war. Das war ja im Grunde genommen Modern Warfare 2 nur neu aufgewärmt. Oh ja, schön. Tja, tja. Oh, oh Gott. Hey, Bench, yeah. Jetzt kannst du mal deine 6 Knoten raushauen. 7. Ja, einen willst du ja. Achso. Einen hast du gefunden. Rapungewehr. Was ist denn das hier rechts eigentlich? Spezial. Sag mal, das jetzt. Hast du es gelesen? Setzt das Ziel nach einem Treffer in Brand? War das? Tatsächlich. Herrlich. Ja, das herrlich. Ist ziemlich geil. Ja, ich glaube, es hat sich wirklich gelohnt, einfach die Waffe von Anfang an so aufzuwerten. Ich gehe gerade nochmal speichern. Damit deine Waffe auch ja Dinge in Brand setzt. Herrlich. Ach ja, schön, schön. Na dann auf, Django Fett. Boba Fett. Das verwirrt mich jetzt, weil ich nicht weiß, wie er heißt. Fetti. Fetti. 97 und 44. Kapitel 12. Hey, nice. Ja gut, was sind wir denn jetzt eigentlich so genau am machen? Kapitel ablaufen. Ja klar, aber versuchen ja immer noch in das Regierungsviertel zu kommen, oder? Ich weiß es nicht. Oder versuchen wir das nicht mehr? Ich glaube, wir wollen leben. Das sowieso. Also ich meine, unser Hauptziel ist es, das ist Ellie, oder? Ah. Willst du nicht mal Rick ist haben? Irgendwie nicht so gut. Warum gibst du ihr nicht mal schnell ein Minipack ab? Der ist ein Egoist. Aufgabe hinzugefügt. Sammle Munition. Hä? Okay, ich warte. Ja, wirst du wahrscheinlich, wenn sie da reinklettert. Schalt so ein bisschen um. Ah ja, ich weiß schon, worauf es hinausläuft. Guck mal, was da fehlt. Ja, ja, klar, aber... Kann ich jetzt suchen gehen? Aber wo? Was ein Schrei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es verbraucht einfach nicht mehr Energie, mehr Munition. Das ist einfach das Geile daran. Abgesehen davon, dass du jetzt 17 Schuss im Magazin hast. So cool. Öffnen. Oh, wie schwer. Ja. Welch komplizierter Vorgang. Ja, ja, wer weiß, was jetzt noch passiert. Ja, wart viel. Mal ab. Das war so, das war jetzt Kapitel 12. Es wird abgestoßen. Ja. Ich glaube, du hast es eben nur falsch reingepackt. Ach, ja. Super, Isaac. Was hat sie gesagt? Viel Glück da oben? Nein, nicht jetzt. Hä? Ich war bestimmt lustig und so. Halbleiter, hey. Ja, ich finde es manchmal schade, wenn es bei Spielen einfach scheiß übersetzt ist. Deswegen bin ich inzwischen auch dazu übergegangen, viele Filme... Und wenn ich es halt haben kann, Spiele auch im englischen Original einfach zu spielen, weil
Keine Ahnung, ich verstehe Englisch genauso gut wie Deutsch. Ist mir sogar bei Büchern aufgefallen, dass Englisch als Literatursprache irgendwie sehr viel angenehmer und auch deskriptiver, genauer ist als Deutsch. Ich habe so eine Phase in meinem Leben, da habe ich so viel englisches Zeug gelesen und gehört und alles. Ich wusste nie, ob ich das, ob es im Endeffekt eigentlich jetzt Englisch oder Deutsch war, was ich da gelesen hatte. Ja. Dass man gar nicht mehr groß drauf achtet. Ja, das ist alles. Eigentlich auch schön. Haha. Das war jetzt physikalisch merkwürdig. Aber naja. Bethesda Ragdoll-mäßig. Weiß jetzt gar nicht, ob ich hier Skyrim so diffen darf. Ist ja so ein Spiel, das von vielen totgelobt wird. Auch wenn ich nicht weiß, ob es von vielen totgelobt wird, nur weil man schlecht sagen kann, hey, wir haben 4 Jahre auf dieses Spiel gewartet, das ist scheiße. Platine. Ich glaube, das könnte doch ganz nett sein. Da ist, by the way, Besuch. Hey. Der hat's drauf. Erinnerst du dich an einen Typen von Resi damals? Der Limbo-Tänzer. Ja, genau. Das ist der. Die, auch die gleiche Hautfarbe. Der will dir übrigens gerade deinen Kopf abreißen. Aber du warst da irgendwie schneller. Will? Das interessiert ihn nur irgendwie nicht. War das mal eine Die, die du dich einfach wieder selbst geschockt hast? Frissmann, ja.